Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das wollte ich schon immer mal machen. Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge bei Tasty for You. Und wir haben heute so etwas unglaublich Tolles wieder dabei. Und so einfach ist es vor allen Dingen. Man braucht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zutaten. Eigentlich alles Sachen, die man im Haus hat oder vielleicht kurz beim Supermarkt um die Ecke bekommt. Also, fangen wir mal an. Was brauchen wir? Wir brauchen sogenannte Flottortillas. Die gibt es in verschiedenen Größen. Nehmt eine Größe, die zur Größe eurer Pfanne passt. Das ist heute ganz, ganz wichtig. Dann benötigen wir etwas Speck. Ich nehme hier immer gerne Frühstücksspeck oder auch Bacon genannt. Dann haben wir zwei große Eier. Etwas geriebenen Käse. Auch da nehmt das, was ihr mögt. Das kann fertig geriebener sein, den könnt ihr selber reiben. Wichtig ist, dass er ein bisschen höheren Fettanteil hat, das heißt so über 40%, damit er gut schmilzt. Ich habe hier noch etwas Rauchpaprika, Salz und Pfeffer. Mehr benötigen wir nicht, um jetzt wirklich was richtig Tolles zu machen. Und damit geht es auch schon los. Lass uns die Pfanne heiß machen, denn die brauchen wir als allererstes. Und als erstes wollen wir uns um den Frühstücksspeck kümmern, weil den werden wir jetzt ein bisschen anrösten. Beziehungsweise einfach in die Pfanne und ein bisschen anbraten. Übrigens, das, was wir heute machen, könnt ihr natürlich variieren. Ihr könnt da ein bisschen Gemüse reinmachen, ihr könnt das Fleisch weglassen, ihr könnt da Geflügel streifen, ihr könnt da Kochschinken reinmachen. Was auch immer ihr habt, was auch immer ihr mögt, was auch immer eurem Geschmack entspricht, dürft ihr gerne nehmen dazu. Und das Ganze ist super einfach. So, sobald das Ganze ein bisschen brutzelt, stellen wir das Ganze ein bisschen runter. Und jetzt wollen wir einfach erreichen, dass der Speck so ein bisschen das Fett verliert in der Pfanne und so ein bisschen kross und knusprig wird. Übrigens bei diesen Dingen hier, das sind einfach so eine Mehlteig-Pfannkuchen. Die haben nicht wirklich viel Geschmack. Die schmecken noch nicht viel. Und deswegen dürft ihr heute bei den Gewürzen nicht sparen, weil das, was wir dazwischen als Füllung in den Tortilla machen, das darf gerne gut gewürzt sein, weil wie gesagt, die Dinger hier schmecken wirklich nach nicht viel. Aber sie geben dem Ganzen eine schöne Textur, weil das Ganze da richtig schön kross ist. Und deswegen werdet ihr das schon sehen. Das Schöne ist ja bei so einer Frisur, wenn es nochmal ein bisschen warm wird, dann reicht ein Handtuch. Und das Schlimme ist, Frisur sitzt. Knete in der Pfanne und fliegt auch gerne mal ein bisschen durch die Gegend. Aber das Ganze dauert nicht lange, es geht ruckzuck. Je nachdem, was für eine Pfanne ihr habt. Ach übrigens, ganz wichtig, habe ich nicht gesagt am Anfang, ihr benötigt eine beschichtete Pfanne. Das ist ganz, ganz wichtig. Heißer Tipp von mir, wenn der Speck jetzt annähernd so ist, wie ihr ihn gerne haben wolltet, von der Knusprigkeit her, dann nehme ich immer ein bisschen Rauchpaprika rein. Paprika mag Wärme, kann Temperatur gut ab. Das hier ist jetzt ungefähr ein halber Teelöffel, aber macht ungefähr nach Geschmack. Ich mache jetzt auch nicht alles ganz rein. Aber ihr merkt schon, wenn ihr das in die Pfanne tut, erstens ist es eine super schöne Farbe. Und zum anderen gibt es halt einen ganz, ganz tollen Geschmack. So, wenn wir das Ganze angeröstet haben, nehmen wir es wieder aus der Pfanne raus. So, bei der Vorbereitung der Eier auch ganz einfach. Zwei große Eier, keine Milch dazu, nichts, wirklich nur die Eier nehmen. Und dann schlagt ihr sie kurz auf. Dann kommt eine anständige Portion Pfeffer und Salz dazu. Wie gesagt, der Tortilla hat nicht so viel Geschmack. Deswegen kann man hier gerne noch ein bisschen mit Salz nacharbeiten, obwohl natürlich der Speck auch schon salzig ist. Das müsst ihr mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, dann die Pfanne wieder an. Es ist noch ein bisschen Fett drin, das könnt ihr hier sehen. Das ist super für das Ei. Das lassen wir auch gerne drin, weil das Fett hat natürlich unheimlich viel Geschmack. Und dann kommen einfach die Eier in die Pfanne. Und jetzt heißt es einen kleinen Moment warten. Und das nächste, was wir brauchen, ist der geriebene Käse. Und ich habe jetzt wirklich auf mittlere Hitze, unterer bis mittlerer Hitze. Lasst euch lieber ein bisschen Zeit dabei, als dass euch der ganze Kram verbrennt. Also lieber ein bisschen Geduld haben dabei. Und ihr könnt jetzt sehen quasi, wie das Ei von unten nach oben durchgart. Und kurz bevor das passiert ist, kommt oben nämlich ein bisschen Käse drauf. Als kleiner Tipp, ich wackele jetzt mal ein bisschen an der Pfanne und ihr seht jetzt, dass es oben drauf noch relativ flüssig ist. Wenn das
kurz davor ist zu stocken, das Ei, dann kommt der Käse oben drauf. Und da könnt ihr einfach bei dem Käse so 2 Esslöffel nehmen oder je nachdem, wie ihr es gerne mögt. Letztendlich ist der Käse nur dafür da, damit der Tortilla, der Quesadilla, der Tortilla-Pfannkuchen quasi an dem Ei haftet. Dafür ist das Ganze da. Geduld. Story of my life. Immer schon. Habe ich immer so gar nicht. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Es muss nicht immer alles schnell, schnell gehen. Aber einfach ist es. Und das ist so die Hauptsache. Ihr braucht insgesamt vom Zeitansatz her vielleicht 15 Minuten. Mehr braucht ihr nicht. So, jetzt könnt ihr schon sehen. Das Ganze ist gestockt. Der Käse oben fängt an langsam zu schmelzen. Und jetzt nehmen wir einfach unseren Quesadilla, unseren Tortilla-Pfannkuchen und legen den oben drauf. Könnt ihn gerne vorsichtig ein bisschen andrücken. Und jetzt warten wir noch so 30, 40 Sekunden ungefähr und dann drehen wir das Ganze um. Könnt auch gerne mit der Hand oben gegenhalten, weil so warm ist das noch nicht. Nehmt einen Pfannenwender und dann sollte das Ganze ganz leicht gehen. Schaut mal. Hier hat er jetzt schon, ist ja schon leicht knusprig geworden. Genauso wollen wir das haben. Und jetzt geht's weiter. Nächste Schicht. Etwas Käse. Und auch hier wieder ungefähr 2 Esslöffel oder je nachdem so viel, wie ihr einfach mögt. Und jetzt kommt der Speck zum Einsatz. Den Speck, den packen wir jetzt auf eine Seite. Man muss ja mal probieren zwischendurch. So sieht das Ganze schon super aus. Und jetzt schlagen wir die Seite, wo kein Speck ist, schlagen wir einfach um. Und ihr seht schon, das Ganze ist schön braun geworden. Und jetzt machen wir das einfach noch so 1-2 Minuten von jeder Seite. Und was man jetzt auch noch machen kann, wenn man möchte, dass es ein bisschen knuspriger wird, dann kann man nur so einen ganz kleinen Spritzer Öl noch mit in die Pfanne geben. Aber wirklich nur minimal. Ganz, ganz wenig. Also nicht, dass ich immer meine, jetzt kommen noch 2 Esslöffel oder sonst was dazu. Nein, wirklich nur einen ganz kleinen Spritzer. Wenn man sowas mal haben möchte, ich habe mir hier so eine einfache Flasche genommen, da ist reines Pflanzenöl drin. Ich glaube Sonnenblumenöl oder Rapsöl habe ich hier. Und da kann man das ganz gut mit portionieren. So, und ihr seht schon, das Ganze sieht mega lecker aus. Von der Temperatur her schön vorsichtig sein. Lieber ein bisschen weniger Temperaturen dafür eine Minute länger in der Pfanne lassen, als dass ihr es zu heiß macht und euch das Ganze zu schnell verbrennt. Denn das wollen wir auf gar keinen Fall. So, und damit kann der Herd aus. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Ihr könnt schon sehen, der Käse zerläuft, der knusprige Bacon ist dabei. Und jetzt wird er einfach super schön noch angerichtet. Ganz einfach. Schon wieder da war ich. Könnt ihr das sehen hier? Ich habe das nur gerade auseinandergezogen. Das ist schon echt toll. So, und jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt geht es noch nicht an das Probieren dieses leckeren Quesadilla. Ich hoffe, man sieht und hört das. Ich probiere ihn erstmal so ohne Soße. Und jetzt macht sich das bemerkbar, dass ihr nicht so geizig sein sollt mit den Gewürzen. Weil, wie gesagt, der Tortilla selber hat ja nicht so viel geschmeckt. Aber dafür jetzt die Füllung umso mehr. Und um den ganzen nochmal so einen kleinen mexikanischen Touch zu geben, könnt ihr natürlich so ein leckeres Salsa dafür nehmen. Dafür gibt es mild. Scharf, extra scharf, was auch immer. Schmeckt super zusammen. Hm. Herrlich, mein Tag ist gerettet. Oh, das ist echt gut. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Handtuch? Wollt ihr mir jetzt eigentlich die ganze Zeit zugucken beim Essen?
Gott, das ist gut. Das ist lecker. Ich bin ein Fressschwein. So, ihr Lieben, das war's von mir für diese Woche. Ein leckeres, einfaches Gericht. Habe ich hier noch? Ne, hier. Ein leckeres, einfaches Gericht, nämlich Quesadillas als Snack zwischendurch zum Frühstück, wenn ihr es deftig mögt. Nach einer durchzechten Nacht ein hervorragendes Mahl, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, super einfach und einfach mal ein bisschen was anderes als das, was man sonst macht, kann ich euch nur empfehlen. Richtig schön deftig, richtig schön würzig. So, was bleibt sonst noch zu sagen? Falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram oder auf Pinterest, dann dürft ihr das natürlich sehr, sehr gerne. Die Codes dafür bzw. die Namen, die ich dort trage, die linke ich euch gerne nochmal in die Beschreibung und auch hier ins Video. Ansonsten freue ich mich, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, wieder einmal zugeschaut habt. Nächste Woche gibt es dann etwas Neues. Und ich freue mich bereits wieder auf euch. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Nachkochen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Bild da, wie es bei euch ausgesehen hat, wie es euch geschmeckt hat. Oder gebt mir Anregungen, was ihr bei euch in die Quesadillas reingemacht habt. Vielleicht mit Paprika oder mit Tomate oder mit Champignons oder mit Zwiebeln oder mit Lauch oder mit was auch immer. Mein Gott, es gibt so viele Sachen.